So. Und da kommen Sachen rein, die ich erstmal beim Händler verticken will. Und diese Kiste kann dann weg. So sieht's aus. Jetzt habe ich mal ein Werkzeug weggepackt. Ich Nase, ey. Nein, da. So, alles klar. Und die Ranch. Achso, wenn das die Händlerkiste werden soll, können ja auch die Dukaten da rein, ne? Zack. So, die Kiste kommt weg. Die ist wirklich leer. Die ist wirklich leer. Alles klar. Super. Baue den Ländchenblock bitte mal mit der Picke ab und platziere den neu. Kann man machen. Aber das dauert, ne? Der hat auch über 2000 HP oder so, ne? 8000. Das dauert ewig, bis ich damit fertig bin. Das dauert echt lange, ne? Das mache ich ein andermal. Das mache ich nicht jetzt. Ich will jetzt ja noch ein bisschen spielen mit euch. Und auch ein bisschen was machen und gucken und tun halt, ne? Da geht die ganze Zeit dafür drauf. Aber die Idee ist gut, das kann ich mal machen. Aber der hält mir gerade einfach zu viel aus. Geht auch flott. Och, meinst du? Meinst du? Ich weiß, dass das da nicht reingehört. Ist mir gerade egal. Ja, komm, wir machen das. Dann wissen wir es wenigstens. Ja, doch, guck mal. Ja, doch, geht flott. Hast recht. Ich kann noch was trinken. Pass auf, dass du nicht über die Drähte stolperst. Ich gebe mir Mühe. Joachim, guten Abend. Was war denn das für ein Lag eben? Ja, doch, so lange dauert es jetzt ja auch nicht irgendwo. Und ich kann gleich, wenn die Ausdauer auf unter 60 ist, kann ich eben einmal was trinken. Und dann kriegen wir auch wieder welche zusammen. Dann funktioniert das auch ganz gut. Und dann ist er auch schon fast weg. So, jetzt trinken wir eben einmal was. Ich muss ja sowieso was trinken, bevor gleich die ersten Erinnerungen kommen. Einmal ganz kurz warten, dass wir wieder voll sind. Und weiter geht's. Hast recht, die 8000 haben sich echt so, wenn man so 8000, das fühlt sich länger an dann immer, ne? Als es dann auch ist. Das ging noch relativ fix. Was? Nein. Jetzt zieht's meine Leitung runter. Hier wird nicht alle gejoint. Ist auch ein Solo-Player. Ist diesmal kein Multiplayer. Geht gar nicht. Edge, Mumble. Was für ein Geräusch, ey. Da, jetzt funktioniert er wieder. Und jetzt kann ich auch die Werkbank umpacken, wenn ich das möchte. Und jetzt kann ich auch den Generator umpacken, wenn ich das möchte. Ja, dann... Hat der irgendwie da mitten in der Horde irgendwie, ja, der hat Angst bekommen, der Ländlein-Block, und hat sich vom Acker gemacht oder so. Guten Tag. Alles klar. Dich lasse ich da erstmal lieber als abschreckendes Beispiel. Darum wollten wir uns ein bisschen kümmern, um das Beet, ne? Ach ja, okay. So, okay. Mais. Kartoffeln. Recipes. Potato Seed. Die machen wir mal alle. Recipes. Yucca Seed. Machen wir auch alle. Recipes. Corn Seed. Die wandeln wir alle um. Das ist, glaube ich, am besten. Mal gucken, ob das reicht überhaupt. Recipes, Coffee Seed. 4. Und Recipes, Aloe Vera Seed, Kraft. Jetzt habe ich aber einiges zu setzen hier. Ach, dieses liebliche Geräusch immer. Na komm, Po, guck mal.
Kartoffeln machen wir nochmal. Dann machen wir hier den Mais. Dieser Stein, der hier im Weg lag. Ich hab ja eh keinen Respawn. Was soll's. Ist dann ja auch egal. Oh. Kaum zieht Nebel auf, kommen die Zombies aus ihren Löchern. Dieser Hammer ist so der Hammer. Der ist so unglaublich, dieser Hammer. Nee. Die machen wir lieber so, die dicken. Wo will er denn hin? Hat er echt die Schwester jetzt vorgelassen? So ein Feigling. Ey, ich sag nie wieder was. Hey, na komm. Muss man dann auch aufpassen, dass man nicht doch noch stirbt in so einer. Die lebt ja noch in so einer Situation. Das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, ne? Na? Würdest du eine offene Runde daraus machen, wenn die anderen Spieler Zombies sein könnten? Ja, klar, ihr scheucht mich ja wieder in so ein Loch oder muss ich wieder verstecken. So, was gibt es auch? Wenn jetzt seine eigene Art die Nacht anzu. Bau dir ein Loch im Boden. Ja, ja, genau. Da bin ich vor allem sicher. Einfach ein Loch bauen. Du, ganz ehrlich, also man kann eigentlich könnte so eine Horde-Absicherung echt viel einfacher sein. Ne? Man muss gar kein Gebäude bauen. Einfach nur ein Loch im Boden und dann drin hocken bleiben. Ja, offensichtlich, die kriegen dich ja dann nicht. Ne? Die kriegen dich anscheinend dann nicht. Ich mach mal Licht an. Ich sehe, die sind so schlecht hier. In diesem grauen Grauton. Und die müssen doch noch viel mehr liegen. Wo sind die denn alle? Ah, hier. Ach, guck mal, der hatte mechanische Teile dabei. Das gibt's auch. Ah, das ist irgendwas Besseres gewesen, glaube ich. In Gelb. Jo. Aber ich habe immer noch keine Kreischrang gehabt. Das verstehe ich gar nicht. Ist das normal? Waren das nicht viel mehr Zombies? Wo ist denn der Rest? So wenig waren das doch gar nicht, oder? Komische Sache. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Tee. Na, da drüben geht auch noch was. Da geht auch was. War nicht doch. Hey, was ist denn los hier mit dir? Was ist denn los mit dir? Warum machst du das nicht so, wie ich das will? Das hat doch eben noch wunderbar alles funktioniert hier. Vom 6. jetzt so rum. Okay, dann machen wir das halt seitlich. Das scheint ja besser zu gehen. Hier fehlt auch einer. Ah. Na, guck mal, da hat er auch einen vergessen. Dann nehmen wir die hier. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass ich das jetzt eben erst mache, weil ich vergesse das auch so häufig und ich verfolge das dann so unregelmäßig, ne? Und das ist ja ganz gut, wenn man sich die Sachen anbaut. Auch wenn nebenan eine Wüste ist. Hier pflücken ist nun mal einfacher und schneller als in die Wüste gehen und da pflücken. So sieht das ja aus. So, und außen müssen wir unsere Blaubeeren noch weiter vermehren. So. Was haben wir hier?
Das passt, ne? Was war denn das? Ach, nur ein braunes T-Shirt. So. Was machen eigentlich Zombies, die Beine? Keine Ahnung. Die beißen dich, ganz einfach. Hast du was gehört, warum es so wenig Tiere gibt? Nee. Also, außer die klassische Annahme, könnte sich um einen Bug handeln. Nee, also jetzt, warum nicht? Nee. Muss halt davon ausgehen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist im Spiel vielleicht. Ich habe halt nur im Forum, munkeln manche wohl. Munkeln manche wohl, dass es unsichtbare Tiere gibt. Hat er gerade Blaubeeren gesagt. Ja, warum nicht? Das waren doch Blaubeeren, oder? Beeren hatte ich auch noch nicht. Hey. Beeren hatte ich auch noch nicht. Jetzt in der Alpha 16 habe ich noch keinen Bären gesehen. Und mit den beiden Wolfshorden hatte ich ja auch. Was? Ja, also ich weiß nicht, ob da jemand ein unsichtbares Tier aufgespürt hat oder versehentlich. Ich weiß es auch nicht. Ich habe nur. Also es klang für mich so, als wären angeblich Tiere wirklich unsichtbar, aber sie sind halt da. Dann würden sie nur nicht gezeichnet werden. Aber das habe ich nicht genau verfolgt, die Diskussion, ne? Vielleicht war das auch nur so ein Satz, so wie von wegen, ja, dann sind die Tiere wohl unsichtbar. Aber ich glaube, da gab es wirklich eine Art Diskussion drüber im Forum. Und dann weiß ich auch nicht, ob man die trotzdem mit dem Bogen treffen kann. Also stell dir mal vor, du schießt einfach irgendwo mit dem Bogen hin und plötzlich hörst du Nirschgeräusch. Das wäre schon schwierig. Kann ich aber nicht genau sagen. Also ich habe da die Diskussion nicht so richtig verfolgt. Och Mensch, wir haben jetzt schon 10:30. Das ist ja so eine Sache. Bären will man nicht. Omi schreibt, er hat am Tag 7 gegen 12:58 Uhr eine Hundehorde. 6 Wawa und 2 Zombiebären auf ihn zugerannt. War ein Spaß. Einfach ein Spaß, ja, das glaube ich. Das glaube ich dir, dass das ein Spaß war. Fand deine Community bestimmt großartig. Das kann ich dir so direkt bestätigen. Da bin ich mir ganz sicher, dass sie das großartig fand. Das ist ja auch ein Ereignis dann. So. Gute Nacht, Hütendackel. Lieben Gruß an die Familie. Schlaf gut. Ach so, 21:58. Na, das ist ein Spaß. Okay, also sogar noch kurz vor 10, wo du dann ja auch nicht mehr so richtig gut vor die Tür kannst oder sowas. Oder warst du draußen womöglich auch noch? Das ist ja ein Albtraum dann, ne? Wenn du dann eh draußen bist. Wobei, ist, glaube ich, fast egal. Die rennen nachts, glaube ich, nicht schneller als. Was ist denn das für ein ekliges Wetter hier? Obwohl, das, weißt du, wie letzten Sonntag, ne? Und dann logge ich mich wieder aus. Und dann guck mal, auch wieder 12 Uhr fast. Ja, dann haben wir jetzt 3 Stunden gespielt, ne? 20, 21, wir haben jetzt 3 Stunden Spielzeit hinter uns. Nee, 3 Stunden nicht, ich bin mit 50 Minuten. Ja, dann heißt das ein bisschen weniger. 2,5 sind das dann. 2,5 Stunden Spielzeit. Die hat mich, der eine Zombie, der mich geschlagen hat. Die hast dann ja auch, wenn du Pech hast, bei einem Schlag halt schon die Infektion. Und, ne? Kommen in den besten Familien vor. So ein Infekt. Ah, 30 Skillpunkte wieder. Und Level 50 klingt aber jetzt echt so, als könnte ich hier nochmal Skillpunkte in. Echt nicht? Erst ab Level 60? Okay. Das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte, es ist immer alle 10 Level. Ja, da hast du was nachzuholen, Skarafas. Also noch kommt das auf YouTube. Kann sein, dass sich das bald erledigt mit YouTube und mir. Dann bleibt es aber auf Twitch. Dann stelle ich den Stream direkt online. Also es wird auf alle Fälle nichts wegkommen, irgendwie so. Das je nachdem. Also wenn sich mit YouTube da nichts ändert, werde ich da nicht bleiben. Weil Arschlöcher muss ich nicht unterstützen. So einfach ist das. Aber dann sorge ich dafür, dass die Videos woanders kommen. So, und dann trete ich auch aus dem Netzwerk aus. Weil wenn die mir nicht helfen können, dann brauchen sie mir auch nicht. So sieht's aus. Und so wie das aussieht, können die nichts machen.
und auch nichts in Erfahrung bringen. Das finde ich ziemlich enttäuschend irgendwo so. So, dann gucken wir mal. Weißt du, dann schlagen wir uns hier lieber alleine auf Twitch durch. Und dann streame ich halt alles. Und dann muss ich mir aber auch keinen Kopf mehr darum machen. Von wegen, na, hat man sich vielleicht doch zu lange mit dem, zu viel mit dem Chat unterhalten, weil läuft ja auch als Let's Play. Das ist dann alles, den Gedanken muss ich mir dann nicht mehr machen. So, ich meine, das ist ja mein Problem. Hat mich ja jetzt keiner großartig darauf angesprochen. Aber befreit ja auch, sag ich mal so. Ne? Und ich kann dann die Qualität wieder gut hochdrehen, ohne dass ich ja mit meinem kleinen Rechner hier Probleme bekomme. Das ist eine Win-Win-Situation insofern. Jetzt hat mir YouTube da schon fast einen Gefallen mit. So, den nehme ich sicher jetzt mal eben weg. So, 13.13 Uhr, Tag 23. Alles auf Anfang. Wir haben jetzt ja genug Zeit hier. So, das. Nee, ein paar Steine brauche ich auch noch. Dann machen wir das so. Schalten das an. Nimm das schon mal. Wir haben noch hier. Ich habe doch. Ah. Och, wie süß, der eine Stein. Da ist Sand mitgebracht. Dann machen wir den Zementmischer. Jetzt müssen wir aber irgendwann mal. Jetzt müssen wir irgendwann einen Kreischer kommen. Geht doch gar nicht anders, oder? So. Ein Zombiebär ist direkt hinter ihm und lauert im Nebel. Das. Nein. Das ist ein beruhigendes Geräusch, finde ich, ne, was er da macht. So, da hier jetzt gerade nichts drin ist, machen wir das mal. Wir setzen die um. Dann dauert das 15 Sekunden. Einen zweiten Zementmischer brauche ich, glaube ich, nicht, ne, oder? Ne, ich glaube nicht. So, dann habe ich die... Boah. Habe ich die Workbench hier aufgenommen. Und dann kann die hier, ja, warum denn nicht, da leben. Okay, mal eben kurz unseren Loot wegpacken. Ah, ich hätte ja noch Lust weiterzuspielen, aber ich werde jetzt auch gleich aufhören, denke ich mir. Nee, aber erst setzen wir die Bäume noch rein. Das vergesse ich sonst nämlich wieder. Das ist so, das gehört so zu den Dingern, die ich mir dann jedes Mal vornehme und nie mache. Wir pflanzen noch Bäume ein. Das machen wir auf jeden Fall eben noch. Der kommt da rein, das kommt da rein. Der Crescent kann dahin wieder zurück. Maple Seeds, zack. So. Ja, die Infektion ist ein bisschen doof gerade, aber muss auch so gehen. Und wir haben ja, ne? So. Ey. Ja, nehme ich dann. Das Antibiotikum nehme ich noch. Das mache ich noch. Also noch habe ich keinen Ausdauerverlust. Und ich scheine ja auch Ausdauer so gut wiederzukriegen noch, dann ist es in Ordnung. Bei dem Wetter mache ich jetzt, glaube ich, eh keinen Ausflug mehr. Ich bleibe jetzt heute erstmal auch hier. Und hole gleich noch mal ein bisschen Ressourcen und Holz. Deshalb pflanze ich hier jetzt auch neue Bäume. Wenn ihr mich einfach überhaupt nicht sieht, dieser Zombie, ne? Na, komm, mach hin. Kommen die letzten vier noch. So, passt. Jetzt können wir noch ein paar neue Bäume abholzen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Ich will ja Wände machen und sowas. Die Chemiestation ist 3 breit. Echt? Ist das so? Okay. Nee, das Antibiotikum nehme ich dann wahrscheinlich am nächsten Tag, bevor wir nochmal einen Mutausflug machen oder so. Dass ich dann bin ich wenigstens dann auch eine Weile immun, sag ich mal so. Sir Waschbär, eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Gerne wieder.
So, 15 Uhr. Wie gesagt, wir gehen dann jetzt sowieso in die Nacht dann bald. Und wie spät ist das jetzt? 22:38. Ja, doch. Ach komm, ich lock mich hier unten einfach mal aus. Sag ich mal. Den Baum noch. Und das war's dann. Ich spiele nicht auf dem Server, dann kann ich auch draußen bleiben. Okay, so, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.